Wir waren bei Warner und konnten uns Mad Max ansehen. Noch nicht mal ansehen, wir konnten es sogar anspielen. David war da. Erzähl mal, David, wie fandest du es? Ja, ich durfte es anspielen tatsächlich bei Warner Brothers und zwar eine komplette halbe Stunde lang. Ich saß da in so einem kleinen Raum mit ein paar anderen Journalisten und sehr cool war, dass neben mir ein Designer saß, der mir direkt das komplette Spiel so ein bisschen vorgestellt hat. Was ich auch cool fand, ist, dass man halt nicht den Anfang irgendwie gespielt hat, sondern man wurde direkt ins Spiel reingepflanzt. Also die Entwickler haben gesagt, es war so ungefähr bei der Hälfte der Story, wo ich halt gelandet bin. Und konnte dann auf eigene Faust das Ödland besuchen. Das war ziemlich cool. Bevor ich das natürlich konnte, durfte ich mir mein eigenes Fahrzeug zusammenbauen. Da hast du ja bei Mad Max so schier unendliche Möglichkeiten. Also du kannst entscheiden, ob du jetzt an das Auto irgendwie noch spezielle Waffen bauen willst, ob du das speziell lackieren willst oder ob du da irgendwie Rampböcke noch dran bauen willst. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten. Das macht schon echt viel Spaß. Und hast du es auch in der Praxis, Fahrpraxis eingesetzt? Hast du irgendwelche... Ja, mit Rahmenböcken irgendwelche anderen Fahrzeuge in 1000 Stücke zerschreddert? Als die Entwickler mich in die Welt reingepflanzt haben, war das ungefähr 5 Minuten vor einer Mission. Und du musstest, bis du zur Mission konntest, eben hinfahren durch das komplette Ödland, die übrigens sehr spektakulär ausschaut. Und dann begann die Mission und plötzlich tauchten andere Widersacher auf, die halt versuchen wollten, dein Fahrzeug irgendwie zu rammen und kaputt zu machen. Und über dieses Fahrzeugbauteile-Menü kannst du eben neue Tuning-Möglichkeiten dranbauen und musst entscheiden, welche du jetzt eigentlich benötigst. Also wenn jetzt irgendwelche riesengroßen Viecher halt neben dir ankommen und dein Auto kaputt machen wollen, musst du halt schon gucken, dass du halt auch coole Waffen dabei hast. Und das kannst du halt alles in dem Menü halt zusammenbauen. Sehr cool. Ja, und als ich dann die blöden Viecher da... erledigt habe, ging dann die eigentliche Mission los und das war dann eher so eine Nahkampfmission. Da haben die Entwickler mir halt gezeigt, wie der Nahkampf im Prinzip funktioniert. Also gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir halt Waffen entweder suchen oder du gehst mit Nahkampfattacken vor, die ja auch viele Möglichkeiten bieten. Ja, wenn du zum Beispiel halt, angenommen, da liegt halt irgendeine coole Waffe, die kannst du hochnehmen, kaputt machen und mit anderen und dazu nehmen, um andere Gegner halt platt zu machen. Sehr cool. Funktioniert das Nahkampfsystem ähnlich wie in Batman? So, ist das so ein Free-Flow-Kampfsystem, wo man so schnell zwischen einzelnen Gegnern irgendwie... Ist das so dynamisch oder ist man da? Ist der Mad Max besonders agil? Das ist schon dynamisch auf jeden Fall. Das funktioniert aber eher in Richtung so ein Kombo-System. Das heißt, zum Beispiel drei Gegner greifen dich an und da blinkt überhalb des einen Gegners zum Beispiel halt der Dreieck-Knopf und den musst du drücken, um schnell zum Beispiel zu kontern und zu blocken. Und wenn du schnell genug bist und das eingeblendete Symbol, was anschließend kommt, drückst, zum Beispiel die X-Taste, kannst du halt einen coolen Konter setzen und den Gegner halt mit einem Schlag direkt vom Bildschirm befördern. Das ist ziemlich cool. Das hört sich gut an. Und das fertige Mad Max-Spiel soll ja noch eine offene Spielwelt bieten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und es kommt auch demnächst raus, oder David? Ja, das kommt demnächst raus. Im September. Im September. Da hat der David das beinahe vergessen. Ja. Und da freue ich mich schon drauf. Schaut wirklich gut aus. Und genau mit diesem positiven Erstandruf verabschieden wir uns von der Gamescom.